Hallihallo, meine lieben Homies, willkommen zurück zum 30. Part von Resident Evil. Wunderbar. So, jetzt erstmal an der alten Tante da wieder vorbei, oder jungen Tante, ich habe keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall an der Perle da vorbei. Danach müssen wir auf jeden Fall. Kommt die schon wieder? Wartet mal. Da ist da unten zu, ne? Da ist eine blaue. Wir müssen da oben zu der roten Tür. Wir müssen aber auch hier den Schalter betätigen. So. Wunderbar. Da müssen wir da jetzt die Waffe einhängen. Dann geht das hier runter, oder? Falsch. Wow, ja. Ah, shit, ey. Habt ihr gesehen? Da war's. Da war's. Ich würde sagen, kriegen wir hin. Sehr. Wo ist sie? Da kommt sie. Lassen sie schön mit uns mitlaufen. Nochmal den Schalter hier betätigen. Ja, komm, mach fertig. So. Wir müssen uns weiter rechts halten. Und dann hier links, ne? Ja. Eine Art mechanischer Haken. Vielleicht öffnet sich die Tür, wenn sie etwas Besonderes daran hängen. Machen wir. Scheiße, Alter. Können wir die nicht verwenden oder was? Häng da die scheiß Waffe da dran. Ach, wisst ihr was? Wir sind auch doof. Wir sind auch doof. So. Wir müssen nämlich dingen. Zu den scheiß Müllcontainer. Wo ist die? Kommt von da oben, alles klar. Können wir hier lang laufen? Hier ist das, ne, oder? Bin ich wieder falsch. Ne, ist richtig. Okay. Wir kommen gleich nochmal zurück. Bin ich blöd, ey. Bin ich blöd. So. Guck mal, der Wichser. Entschuldigung, meine Limonis. Aber Barry ist echt ein Arsch. Kein Verlass auf den Penner. Haben wir ja letztes Mal schon gesehen, wie er sich da im Zimmer eingeschlossen hat. Wie so ein kleines Mädchen. Geh doch einfach in die Kacke da rein und schieb die beschissene Kiste. Ey, Jill, was ist mit dir los? Warum läufst du denn immer da dran vorbei? So. Ab rein damit. So, Schalter betätigen, ja. Guckt aber, was da Schönes liegt. Her damit. Defekter Flammenwerfer mitnehmen, klar. So, den können wir nämlich auch gleich an den Haken hängen. Und dann kommen wir auch durch die Tür durch. Hoffe ich. Das wäre cooler, wenn wir mit dem Aufzug hier zurückdüsen könnten. Nochmal den Überraschungsmoment auf unserer Seite. So, auf ein neues.
sagen, wir checken aber eben kurz mal die Lage. Haben wir die Karte abchecken hier. So, ist auf dieser Ecke. Wir halten uns jetzt einfach erstmal rechts, ne? Richtig oder nicht? Richtig. Und wo kommt die? Alles klar, die kommt von da. Was, Alter? Die hat doch gerade da gezielt, die Jill. Verarscht uns hier, wa? Eigentlich ist sie voll korrekt, oder? Wird uns gar nichts tun. So, jetzt schaffen wir das aber. Chakalaka boom. Auf geht's. Ist das richtig oder ist das falsch? Nein, es ist falsch. Warum will ich denn immer da lang? So. Da ist eine Art Mechanismushaken. Vielleicht öffnet sich die Tür, wenn sie etwas Besonderes daran hängen. Und ist ein kaputter Flammenwerfer oder ein defekter was Besonderes? Ja, ist es. Wunderbar, rein in die Tür. Wuhu! Wir haben es geschafft. Jack, meine Homie. Wunderbar. So, was haben wir denn hier? Wo sind wir hier? Auf jeden Fall rot. Die Sache ist die. Liegt da jetzt noch was? Oder liegt da nichts, wo wir jetzt sind? Ja, Schlangen, Alter! Schlangen! Renn, Jill, renn! Mann, renn und dreh dich nicht um, du dumme Kuh, ey! Da geht ja mal richtig einer an der Klatsche heute. Was ist denn mit der los? Haben wir hier alles? Nein, natürlich nicht. Hoffentlich müssen wir nicht nochmal zurück da ins scheiße Wasser. Hier auf dem Bett liegt auf jeden Fall ein Dolch. Den haben wir. Noch was? Ja, noch was. Natürlich. Dieses Bett ist noch warm. Ich hätte jetzt gerade da geschlafen. Hättest du auch weitermachen können. Wir hätten ja eh nichts getan. Mutter und Tochter scheinen sich gut zu verstehen. Okay. Hier ist eine Leiter. Die gehen wir erstmal hoch. Ah, Flenskin, Flenskin. Nein. Weil die blaue können wir, glaube ich, nicht so essen. So, mitnehmen, klar. Sehr schön, alles grün. So hat Papa das gerne. Erstmal weg hier. Bis jetzt schlagen wir uns nicht schlecht, meine lieben Homies. Ach, guck mal, wo wir sind. Sind wir hier im Haus? Von der Perle. Tja, da brauchen wir auch noch die ganzen Symbole. Aber egal. Erstmal sind wir hier. Sehr, sehr schön.
So, was ist eigentlich hier mit der Kiste? Hatten wir jetzt eigentlich noch einen Stein über? Sehr schön. Ein Familienfoto. Wie gesagt, wer es leben will, pausiert eben das Video. Entschuldigung, da war ich ein bisschen zu schnell wieder. So. Wo ist denn unsere Magnum-Munition? Hatten wir doch jetzt schon gefunden, oder nicht? So. Machen direkt hier alles fertig jetzt. Kurbel brauchen wir jetzt auch nicht mehr. So, ich würde sagen, dass wir da gar nicht mehr rein müssen in den Pack da. Speichern wir einmal. Vorratsspiel abschließt, dann sind wir auf der sicheren Seite. Brauchen da ganz in die Nummer machen. Farb beim Verwenden selbstverständlich und überschreiben. Wunderbar. Packen wir das Farbband noch weg. Dann geht es erstmal weiter. Aber die Dinger haben wir ja noch nicht, ne? Oder vertue ich mich jetzt da? Wir haben da bis jetzt nur einen davon, oder? Mann, aber die Grabsteine sind. Da kommen ja drei Symbole rein. Hat ja mit denen hier nichts zu tun. Das sind nämlich solche hier, wie dieses Windwappen. Brauchen wir nämlich noch zwei. Ja. Davon brauchen wir noch zwei. Erstmal weg von hier und ab zum Haus. Sind wir überhaupt zum Haus? Was ist mit dir? Warum nervst du uns denn? Blöder Sack. Das ist echt ein verwirrender Gang. Ach, bin ich bescheuert. Meine lieben Homies, ich habe voll einen am Brett. Da rennen wir noch hin, dann mache ich einen kurzen Cut und dann machen wir direkt den nächsten Part. Bin ich bescheuert, ehrlich. Reicht doch, hat eine Windwappen. Bei den einen Sack ist da nur eine Öffnung. Und dann kriegen wir die anderen drei Dinger, glaube ich. So war das, ja, so war das. Wir lassen den blöden Zombie da am Leben. Wo ist er da? Dann mal schön hinter den. Bin ich Banane, ehrlich. Ja, manchmal ist das so. So.
So, nehmen wir das Windwappen eben noch schnell und dann machen wir einen kurzen Cut. Meine lieben Homies, ich sage bis gleich.